Die Eisenbahn in Deutschland ist in unserer Zeit ohne elektrische Lokomotiven und Triebwagen nicht mehr vorstellbar. Moderne Drehstrom-E-Loks bestimmen mittlerweile bei allen Traktionsarten das Bild. Seit Jahren ist es selbstverständlich, dass die ICE mit bis zu Tempo 300 über die Gleise jagen und Intercity-Züge locker mit 200 Stundenkilometern von Stadt zu Stadt rauschen. Entfernungen, die vor 100 Jahren noch Tagesreisen waren, sind zu Stunden geschrumpft. Und er war der Erste. Werner von Siemens, der 1879 auf der Gewerbeausstellung in Berlin die erste funktionsfähige Elektrolok vorstellte. Auf einem 300 Meter langen Rundkurs zog sie diese Sitzwagen. Der zweipolige Gleichstrommotor entwickelte aus 150 Volt 150 PS. Schon zwei Jahre später fuhr in Berlin die erste elektrische Straßenbahn. Die Stromzuführung kam seinerzeit noch direkt aus den Schienen, denn erst 1890 wurde der Bügelstromabnehmer eingeführt, der Wegbereiter für den Elektrobetrieb. Zunächst war es der Gleichstrom, der sich durchsetzte. Nach London im Jahre 1891 ging 1896 in Budapest die zweite U-Bahn auf die Reise. Die nächsten Jahre waren vom Versuchsbetrieb geprägt. Welches Stromsystem ist denn nun das Richtige? Schon damals war man sich den Vorzügen des Drehstroms bewusst. Doch der war nur aus drei Fahrleitungen zu gewinnen. Diese gab es nahe Berlin auf einer 23 Kilometer langen Versuchsstrecke. Im Oktober 1903 erreichte dieser Versuchstriebwagen 210 Stundenkilometer. Der Rekord blieb 30 Jahre bestehen. Schließlich machte der Einphasenwechselstrom das Rennen. 1905 dann der Anfang. Mit 5,5 kV und 50 Hertz wurde die Strecke zwischen Murnau und Oberammergau zum Wegbereiter der Elektrotraktion in Deutschland. Noch betriebsfähig ist die 1912 gebaute E6903. In Oberammergau erinnert sie an alte Zeiten. 1955 erfolgte die Umrüstung der Strecke auf das heute in Deutschland übliche Stromsystem von 15 kV mit 16,7 Hertz. Noch bis 1981 blieb E6903 im aktiven Betriebsdienst. Museal, der Führer stand mit alter Elektrotechnik. Sie wird von Lokführer Andreas Braun sicher beherrscht. Tempo 50 schafft die alte Dame auch heute noch. Fast ihr gesamtes Lokomotivleben blieben die E-Loks der Baureihe E69 ihrer alten Heimat Bayern treu und das bis heute. Im Sommer 2005 sogar mit stilechten Wagen. E6905, bei der DB ab 1968 als 169005 bezeichnet, hat in Murnau Ausfahrt. E6905 kam 1930 hierher nach Oberbayern und blieb fast ihr gesamtes Lokomotivleben ihrer Heimat treu. Heute gehört die alte E-Lok dem Bayerischen Lokalbahnverein. Auch der Nahgüterzugdienst im Werdenfelser Land gehörte zum Aufgabengebiet der kleinen E-Loks. An diese Zeit erinnert E6905 mit einem Fotogüterzug.
Zurück zur Geschichte. 1911 begann der Versuchsbetrieb auf der Strecke Bitterfeld-Dessau mit 10 kV und 15 Hz. Mit den beiden Schnellzugloks ES1 und 2, die bei Probefahrten Geschwindigkeiten von bis zu 130 km in der Stunde erreichten. Ab 1923 konnte der elektrische Betrieb im Norden bis nach Magdeburg und im Süden bis nach Leipzig verlängert werden. Noch fehlte der Abschnitt Halle-Magdeburg. Nach den Erfolgen in Mitteldeutschland sollte nun eine Gebirgsbahn elektrifiziert werden. In Schlesien, von Görlitz über Laubahn und Königszelt bis nach Breslau, entstand von 1915 bis 1928 die dritte elektrische Insel in Deutschland. Eine wichtige Lokomotive dieser Zeit war die preußische EG. Als Baureihe E71 blieben viele von ihnen bis 1958 im Dienst. E7128 ist noch erhalten und steht im Deutschen Technikmuseum in Berlin. Auch in Bayern nahmen die Planungen für elektrische Vollbahnen konkrete Formen an, zu denen man hier auf Wasserkraftwerke setzte. Mit der Fertigstellung des Bahnstromkraftwerks am Walchensee im Jahre 1920 stieg der elektrische Anteil rapide. Wieder waren neue E-Loks notwendig. Die E52 ist eine von ihnen. Ab 1924 war sie in Bayern unterwegs. Natürlich verlangte auch der Güterverkehr nach neuen Loks. 1925 kam die Baureihe E91 auf die Gleise. Markant war der dreiteilige Lokkasten. E91-99 ist heute noch erhalten, aber leider nicht betriebsfähig. Die Konzeption der E91 diente als Basis für eine leichtere Version, die als Baureihe E77 bezeichnet wurde. Von 1925 bis 1928 kamen 75 Maschinen zur DRG, die in Mitteldeutschland und Bayern unterwegs waren. E7710 ist erhalten geblieben und das sogar betriebsfähig. Sie verdient heute als Museumslok in Dresden ihr Brot. Für den Schnellzugdienst auf bayerischen Strecken bauten Kraus und BBC von 1926 bis 1929 18 E-Loks mit Buchli-Einzelachsantrieb, die als E16 bezeichnet wurden. Trotz des aufwendigen und wartungsintensiven Einzelachsantriebs blieb die spätere Baureihe 116 bis Ende der 70er Jahre im aktiven Dienst. Beim BW Freilassing beheimatet fuhren die letzten E16 auf ihrer Stammstrecke München-Salzburg. In den nächsten Jahren kam eine Vielzahl von neuen E-Loks auf die Gleise. Dazu gehörte auch eine Rangierlok, die zwischen 1927 und 1934 als Baureihe E60 in 14 Exemplaren an die Deutsche Reichsbahngesellschaft ausgeliefert wurde. E6010 ist erhalten geblieben und war noch lange Zeit als betriebsfähige Museumslok unterwegs. Neben dem Rangierdienst fuhren die robusten Loks auch Nahgüterzüge und Personenzugleistungen. Die letzte E60 rollte 1983 in Heidelberg aufs Abstellgleis. E6010 ist heute leider nicht mehr betriebsfähig.